Hallo liebe Community, hier ist wieder LeoFair von Möbius Gaming und wir widmen uns heute wieder Plague Inc. Evolved und zwar dem Szenario mit den künstlichen Organen. Ja, Rapid Advance in Medical Science, allow for production of advanced artificial organs. Die Leute sterben halt nicht mehr so schnell, ne? Ihr seht, wir haben uns dem schon mal ein bisschen gewidmet und wir suchen uns jetzt mal was Schönes aus, was die Leute damit killen kann. Gut, man muss halt sagen, hier Parasit ist natürlich der Klassiker, ne? Ehrlich gesagt, werden wir das auch auf diese Art und Weise machen. Warum müssen wir es uns denn künstlich erschweren? Man könnte unter Umständen auch wo haben wir Neuraxwurm nehmen? Oh, der ist hier gerade noch gelockt. Also nehmen wir ganz klarer Fall der Parasit. Parasit ist halt Chill-Out, ne? Damit, und deswegen nehmen wir den so. Was haben wir hier? Symptostasis, was weiß ich. Metabolic Hijack ist der Standard bei mir. Mutate Transmission halte ich immer für cool. Aquazyt ist, ach, es ist relativ egal. Es ist, bei dem ist es wirklich relativ egal. Extremophil nehmen wir mal. Helix, Symptostasis. Symptoms cost don't increase, but easier to cure. Ja, das ist auch interessant. Na, aber nee, ach, lassen wir mal hier. Ach, das nehmen wir sogar mal rein. Es ist relativ egal, denn wir brauchen übrigens auch nur... Ach, wir können sogar Normal nehmen. Es ist halt Wurmigeddon. Es ist halt einfach... Es ist relativ egal. Oh, da stand es auch gerade halt, ne? Ihr habt gesehen, künstliche Organe für alle. Ne, auf Normal werden wir ja noch nicht einfach so entdeckt. Parasiten sind ganz, ganz schwer zu entdecken halt, ne? Der nistet sich halt richtig ein. Ihr habt das ja schon im Parasiten-Let's Play gesehen, das ist jetzt schon einige Zeit her. Wir gehen aber gleich auch bei den Abilities. Bam, und schaut euch das an, hier ist Severity und wir sind weg. Versteht ihr das? Wir sind weg. Wir sind unsichtbar, wir sind Ninjas, versteht ihr? Wir sind Stealths, wir sind vollkommen unsichtbar. Wir erscheinen nicht auf dem Radar. Das ist nicht, und das ist halt das Gefährliche, ne? Und deswegen nehmen wir jetzt hier die Transmissions. Die erhöhen wir jetzt so ein bisschen Lalilu und der Rest ist einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach infected. Insgesamt 12. Ne? Mumigeddon begins to breed. Parasiten gibt es ja in allen möglichen Formen. Wir haben auch ganz viele nützliche Symbionten bei uns im Körper, obwohl Parasiten und Symbionten... Ja, wo sind jetzt unsere Cataphys, die sowas genau wissen, und unsere Hantrios, ne? Die brauchen wir jetzt hier. Die haben da nämlich echt Skill, wenn es um solche Sachen geht. Ich kenne das auch noch rudimentär, aber das hier ist halt in der Tat sehr, sehr schön. Wir werfen mal einen Blick. Wir haben jetzt 100 infiziert. Auf Normal ist es halt immer noch ganz, ganz in Ordnung. Was halt ist, wie gesagt, die Leute sterben schwerer. Also das heißt, diese Letalitätsgrenze wird ein bisschen runtergesetzt im Grunde, aber sie wird intern anders verrechnet. Ändert nichts daran, wir werden richtig übelst mega gefährlich sein, ne? Notch Mine opens in Sweden. Mine is in Crafters Look. Forward to the opening of the new top notch diamond mine, which is expected to revitalize Swedish economy. Ja, ne? Das ist jetzt natürlich eine Anspielung auf Notch und Minecraft, ne? Aber egal. Wir haben 19 Punkte, könnten wir ausgeben. Was immer richtig gut ist, ist hier Bird. 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 Das war jetzt eher scharf, aber egal. Wir machen jetzt hier, nicht so einen großen Tam-Tam darum. Na, wir sind hier auf Normal und ich werde gleich halt, Always on Power Requirement. Ja, genau. Crazy Dave's convicted of Garden Center Robbery. Ja, Crazy Dave, ne? Wo kommt Crazy Dave her, ne? Das ist doch aus Plants vs. Zombies. Da ist doch Crazy Dave, dein verrückter Nachbar, genau. Die hier müssen wir evolven, da gibt es keinen Weg drumherum. Was soll das? Wie groß ist unsere Severity? Ist nicht groß, also bleibt das erstmal so. Weil ich möchte nicht einfach irgendwelche kostenlosen, tollen Symptome haben. Das gibt es natürlich kostenlos dazu halt, ne? Aber Übelkeit erhöht so ein kleines bisschen die Infektiosität. Ne? Kann man mit so ein bisschen Emesan von, weiß ich gar nicht, von welcher Firma unterdrücken. Ja, das ist ja automatically, wird das ja für mich gemacht hier. Ne, wir erhöhen nochmal Kälte- und Hitzeresistenz, da kommen wir auch nicht drum herum. Evolve. Ne, Evolve ist auch ein sehr interessantes Game, freue ich mich sehr drauf. Finde ich richtig interessant. Das könnte, das, ich finde es ein bisschen, es ist ein Vollpreistitel, ne? Da bin ich ein bisschen überrascht, weil es erinnert natürlich sehr, sehr stark an obergeniale Klassiker wie, Left 4 Dead. Deswegen ist es schon ein bisschen, ich frage mich, warum das jetzt dann per se gleich direkt ein Vollpreistitel ist.
Ich glaube aber, das ist schon sehr interessant, ist Evolve, ne? Okay, es gibt eine Eis-Shortage hier irgendwie. Wo war das gerade? Habe ich gerade nicht richtig gelesen. Keine Eiscreme heute mehr. Festival of Love im Irak. Ja, das ist natürlich immer schön. Ne, Iran, also ist hier auch... Na, wo haben wir denn? Saudi-Arabien ist hier, Irak, da ist er. Es war so schwer anzuklicken gerade, aber ist schön, dann infizieren sich hier noch ein paar Leute. Das Festival of Evil, jawohl. Ja, seht schon, ich huste selber. Ja, liebe Community, das ist gerade hier, ihr seht, sehr, sehr entspannt, künstliche Organe. Und selbst wenn man sich übergibt, bringt uns das noch nicht die Severity, die man bräuchte, um uns zu entdecken. Ach, ist das schön. Seht ihr das? Wir haben Symptome, aber wir sind trotzdem noch unsichtbar. Das kann nur der Parasit. Es kann übrigens durch Zufall ausgelöst werden, dass wir entdeckt werden, aber es wird, glaube ich, nicht dazu kommen. Gehe ich ganz stark von aus. Wir haben jetzt hier diese Ability, um da zu resisten. Na, das hier evolven wir nochmal und die Transmission über Wasser auf 2. Autsch, das kostet alles richtig Punkte. Hat natürlich hauptsächlich den Grund wegen Greenland, ne, also wegen Grönland. Die Infektiosität ist relativ hoch. Ja, seht ihr? More infections are becoming cold. Das ist natürlich nur eine Information für uns, na, als Spieler. Das hat noch keinen Einfluss darauf, dass wir entdeckt wurden oder dergleichen. Wir sind immer noch vollkommen unsichtbar. Die Leute haben immer noch keine Ahnung, dass wir hier sind. Übrigens, wir müssen nach Russland hoch. Das ist eine ganz wichtige Geschichte für uns. Das hat den Hintergrund, dass wir nämlich dadurch, dass wenn wir in Russland richtig ankommen, dass wir dadurch nämlich auch nach Grönland die Verbindung halt haben. Also wir müssen dazu aber auch sehr, sehr infektiös sein. Wir müssen das ja komplett rot haben. Und dann werden wir sehen, R2-Transmission, einfach so, kostenlos, wirklich geil. Und dann werdet ihr sehen, dass wir hier nämlich, jetzt haben wir 1 Million Leute infiziert, dass wir hier auch die Passage nach Grönland haben. Deswegen starten viele Leute in Russland, muss man dazu sagen, obwohl es kalt ist. Das heißt, man hat automatisch auch eine verbesserte, jetzt haben wir auch Grönland, man hat automatisch eine verbesserte Resistenz gegen kalte Gebiete, wenn man dort natürlich startet, ne? Und das ist eigentlich schon eine gute Idee, aber Grönland, also Russland ist schon schwer. Also auch Grönland ist kein so tolles Startgebiet. Also sobald man eigentlich, also bei allem, was man irgendwie hat, was nicht besonders, was auf Zeit geht, was nicht besonders viel Freiraum lässt, um was zu entwickeln, ist es schon, sogar Husten gibt es umsonst hier, das ist ja, hier gibt es ja heute alles muss raus, hier alle Symptome. Husten, Übelkeit und Erbrechen, und das ist immer noch eine unbekannte Krankheit. Das geht nur hier bei Plague Inc. Evolved. Bei allen anderen Games wäre das unmöglich, vor allem wenn alle Leute infiziert sind, ne, und unterschiedliche Ausprägungen der Krankheit zeigen. Dann seht ihr das, wir haben es gleich, ist gleich vorbei, liebe Menschheit, tut mir leid, aber ist halt so. Im Grunde ist bald jeder infiziert. Kälte 2 könnte man noch entwickeln, aber ich behalte meine Punkte deswegen auch über, das muss man ganz klar erstmal sagen, alle Länder sind infiziert, sehr schön. Ich behalte meine Punkte auch deswegen über, um die Leute natürlich gleich umzubringen. Ne, das ist der Fachjargon für, ich möchte alle... Oh, ich glaube, wir wollen Cold Countries, gibt es den Colder. Ja, das kann uns jetzt egal sein. Ne, fast Fachjargon für mit Blümchen überschütten. Ja, wundervoll. Ihr seht das vielleicht hier, das hier oben Kanada ist auch mal so ein ganz schweres Gebiet. Aber wir sind schon bei einer halben Mille, na, und das wird sich bald erledigt haben. Projectile Vomiting Symptom Combo. Und damit wir nicht so schnell entdeckt werden, Evolve, zack, und wir sind wieder unsichtbar. Ne, Projectile Vomiting. Das ist ja creepy. Sneezing auch noch mit dazu. Wie viele Erreger, wie viele Symptome wir schon drin haben und sind immer noch unsichtbar. Das gibt es nur bei Plague Inc. Evolved. Das wäre in der L undenkbar. Es infected most of the world. You must evolve little advanced symptoms using DNA points. Ja, wir haben 85 Punkte über. Damit kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. Es gibt ja immer totales Organversagen. Das reicht ja schon aus. Kanada ist größtenteils infiziert. Wir warten noch ein kleines bisschen, wir sind natürlich höchst ansteckend, guckt euch das an. Ist natürlich schon sehr, sehr toll. Wir können uns natürlich gleich ein paar Überlegungen machen, wie wir die Leute umbringen. Ne, septischer Schock ist ja, glaube ich, hier mit drin, das gibt es ja. Und halt natürlich multiples Organversagen. Und das ist natürlich, muss halt sagen, septischer Schock und multiples Organversagen ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Und gleich haben wir hier, there is no healthy people left in the world. Na? There are no healthy people left in the world. Okay. Immune Suppression ist tödlich. Das ist tödlich. Gümmer. Was nehmen wir denn nochmal hier? Fieber. Und ich glaube, hier gab es nämlich noch Skin Lesions.
Nekrosis. Das meinte ich nämlich, es tut mir sehr leid. Hämorrhagischer Schock, genau. Damit hätten wir dann das... damit hätten wir es dann. Ne? Wie viele Punkte bräuchten wir da noch? 23, das heißt, das sind 10 Punkte. Die kriegen wir übrigens auch noch fertig. Ne? New Minor Disease, ja. So minor ist die gar nicht. 15, wenn wir 13 Punkte, wenn wir noch... also wenn wir insgesamt 23 Punkte haben, dann ist das in Ordnung. Ihr seht, das ist halt... im Grunde ist immer der Easy Mode... aber es sei denn, man wird natürlich entdeckt. Ne, das muss man erstmal ganz klar sagen. Es sei denn, man wird natürlich entdeckt. Hämorrhagischer Schock und ehrlich gesagt, vielleicht nehmen wir noch hier dann Koma mit rein, wenn wir die Punkte noch zusammenkriegen. Aber das ist gar nicht notwendig. Das ist jetzt so ultra tödlich, dass da geht der Balken, der füllt sich von ganz alleine. Spanien möchte an einer Heilung dafür arbeiten. Ehrlich gesagt geht der Balken schneller runter, als dass sich der Heilungsbalken füllt und deswegen wollen wir jetzt noch das. Jetzt sind wir natürlich ultra schlimm und schwer und heftig und habt ihr nicht gesehen, aber das ist jetzt auch alles völlig egal. Das ist nur noch hypothetisch, das ist noch nicht mal mehr theoretisch. Spain leading global cure effort. Ja, die können wir sogar offen lassen, das interessiert uns alles gar nicht mehr. Frankreich in Anarchie, es gibt ja kaum noch Menschen, das ist die schlimmste Krankheit, die jemals existiert hat. Ja, da seht ihr, wie schnell das geht. Das sind trotz der künstlichen Organe, Leute, trotz der künstlichen Organe, ne? Artificial Origins. Schönes Szenario mit, zumindest bis normal, mit dem Parasiten. Alles kein Problem. Ja, 700.000 noch. Ja, und das ist so heftig, da helfen euch auch diese tollen Organe nichts mehr. Ja, Natur gegen Maschine hat die Natur gerade gewonnen. Mal gucken, wie es in Runde 2 ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann.